أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. Kommen die Kinder der Nichtmuslime in das Paradies herein? Bezüglich der Muslime ist die Angelegenheit unter den Gelehrten klar, liebe Geschwister. Wie die Gelehrten sagen, die Mehrheit der Gelehrten bestätigt, dass die muslimischen Kinder alle im Paradies sind. Die anderen Gelehrten haben sich zurückgehalten, diese Frage zu beantworten, aber sie ist klar zu beantworten. Und jetzt geht es um die Kinder der Nichtmuslime. Kommen sie in das Paradies? Einige Gelehrte sagen, ja, sie kommen in das Paradies. Und dafür ist der Hadith bei Al-Bukhari überliefert, als der Prophet Muhammad durch den Traum geführt wurde von Mikael und Jibril, liebe Geschwister, hat er Ibrahim a.s. gesehen. Um ihn herum waren wer? Die muslimischen Kinder und die Kinder der Mushriki. So sagt eine Gruppe der Gelehrten, sie kommen auch in das Paradies herein. Eine andere Gruppe der Gelehrten sagt, sie werden Yawmul Qiyamah nochmal geprüft. Und das sagen die meisten Gelehrten. Das heißt, Yawmul Qiyamah werden sie nochmal zur Rechenschaft gezogen. Es wird wer zu ihnen geschickt? Ein Prophet. Wenn sie ihm Gehorsamkeit leisten, kommen sie in das Paradies. Wenn nein, dann nein. Als der Prophet Muhammad s.a.w. gefragt wurde über die Kinder der Mushrikin, ob sie in das Paradies hereinkommen oder nicht, er sagte, sallallahu alaihi wasallam, die Überlieferung ist bei Al-Bukhari und Muslim. Er sagte, Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah weiß am besten, was sie gemacht hätten. Allah weiß am besten, was sie gemacht hätten. Daher können wir das nicht so genau beantworten. Wallahu a'lam, sie werden nochmal geprüft. Denn Ibn Abbas radiallahu anhu selber, als er gefragt wurde, und die Überlieferung ist bei Imam Muslim, werden sie in das Paradies hereinkommen? Er sagte, Allahu a'lam. Allah weiß es am besten. Na, Wallahu ta'ala ala wa ala.